Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TBTV und wir spielen heute was ganz Neues. Genau, ich habe nämlich das neueste Spiel von MB-Spiele mitgebracht, in Zusammenarbeit mit Games Workshop, kleine Figurenschmiede aus England, kennt man fast überhaupt nicht, die Claymore-Saga. Wir kämpfen um das Schicksal des Keltenreichs. Ja, super geil. So ist es. Ihr wart auf der Taktika. Ja, genau. Und habt es präsentiert im Rahmen des Nostalgie-Themas. Ja, genau. Ja. Thementeil der Taktika war dieses Mal die Ursprünge des Wargaming. Und für meinen Bruder und mich hat vor 25 Jahren mit der Claymore-Saga zusammen mit HeroQuest eigentlich alles angefangen. Ja. Und da, wie gesagt, Claymore-Saga in diesem Jahr 25 Jahre alt wird, haben wir die Gelegenheit genutzt, das alte Claymore-Saga rausgekramt, die Figuren einigermaßen bemalt und haben festgestellt, dass das Spiel erstaunlich viel Spaß macht, auch heute noch. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir spielen es heute, aber auch auf der Taktik habt ihr ja unendlich viele Demospiele gemacht. Ne? Also wir haben deutlich über 20 Spiele gehabt das Wochenende. Krass. So viel hatten wir noch nie. Das liegt natürlich auch daran, dass das Spiel sehr schnell geht. Also man braucht keine Stunde mit erklären und alles. Aber die Besucher kamen rein und haben alle gesagt, boah, das habe ich zu Hause auf dem Fußboden. Und das ging eigentlich allen so. Ja. Und das war eine schöne Sache. Aber wenn man das jetzt so ein bisschen vergleicht mit der heutigen Zeit, muss man ja sagen, erstens mal die Einfachkeit und Schnelligkeit ist heute auch wieder gegeben. Ja. Und wir haben hier, glaube ich, auch vor 25 Jahren die erste Battle Map. So ist es, eine Spielmatte, ja. Und die ist, natürlich hat die ihre Knicke, wie sie eine moderne PVC-Matte auch hätte. Ja. Aber sie ist, also diese Matte ist tatsächlich 25 Jahre alt. Ja. Die hat bei uns auf dem Fußboden im Kinderzimmer lange Jahre gelegen. Die ist noch erstaunlich gut in Schuss und die sieht auch heute noch gut aus. Absolut. Und also ich finde es erstaunlich. Das ist halt so, dass es vor 25, ich meine, okay, auf 25 Jahre darf man gar nicht sagen, dass man wird zu alt. Ja. Also ich sagen wir lieber ein Vierteljahrhundert. Ja, genau. Oh, das kommt noch älter. Also für mich war ja tatsächlich auch HeroQuest und Claymore Saga ein Einstieg. Und wir haben damals auch die Matte auf dem, ins Kinderzimmer. Ja, genau. Alle Möbel zur Seite, den Stuhl raus. Ja. Ja. Und dann haben wir Claymore Saga auf dem Fußboden und sind dann auch auf der Matte rumgeturnt, weil du dich ja bewegen musstest. Für mich auch ein wirkliches Highlight und ich bin sehr gespannt, wie es sich tatsächlich heute spielen lässt. Mhm. Regeln musst du mir gleich nochmal ein bisschen näher bringen. Machen wir. Aber es scheint ja wirklich gut zu funktionieren. Aber ihr hattet auch Kinder auf der Taktika. Wir hatten viele Kinder und das war sehr schön zu sehen, dass Kids, die halt 25 Jahre jünger sind als wir ungefähr, also die halt in dem Alter waren, in dem wir damals waren, dass die das Spiel sofort auch begriffen hatten und auch das heute noch bei denen ankommt, dass die nicht sagen, oh, guck dir mal die Leute an, die sehen ja alle kacke aus. Ja. Nee, also es war total super. Wir haben auch viele, wie gesagt, viele Kinder auf der Platte gehabt, auch viele, die es mehrfach spielen wollten. Gruß nach Berlin und auch von mehreren Bekannten, die dann teilweise sogar so weit gedrängt wurden, das Spiel noch direkt an der Platte bei eBay zu kaufen. Ja, der Steffen, der immer mittwochs mit uns hier zockt, die haben ja auch getestet und mussten jetzt direkt, er hat es heute, glaube ich, gekriegt. Ne? Gestern oder heute ist angekommen. Und, viel Spaß. Ja, viel Spaß. Ja, dann würde ich sagen, wir schauen uns das Szenario jetzt mal an. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir wirklich das große Spielfeld auf die Kamera mit drauf kriegen. Aber schaut euch an, fühlt euch ein wenig zurückgesetzt in die Vergangenheit und spielt mit uns eine Runde Claymore-Saga. Ja, los geht's mit Claymore Saga. Ich habe leider keine Ahnung mehr. Ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Es ist einfach zu lange her. Es ist zum Glück sehr einfach. Das Spiel ist ab 10 Jahre und die Regeln sind auch so einfach. Also ich würde behaupten, man kann sie sogar auf 4 DIN-A4 Seiten schreiben. Okay. Wir fangen ganz einfach an. Ja. Wer dran ist, finden wir heraus, indem wir eine Karte vom Stapel ziehen. Okay. Also es gibt ein Initiativkartensystem. Es gibt ein Initiativkartensystem, genau. Ja. Das sind hier, ich sag mal, 50 Karten oder sowas. Ja. Also vielleicht, knapp 50 Karten nehme ich an. Und auf den Karten steht immer drauf, wer dran ist. Das heißt, in dem Fall haben wir die komplette kaiserliche Infanterie abgebildet. Ja. Wir haben Hellebardenträger, wir haben Armbrustschützen, wir haben Bogenschützen. Ja. In unserem kleinen Beispiel, was wir hier hingebaut haben, haben wir also den Bogenschützen und die Hellebardenträger, die jetzt dran wären. In welcher Reihenfolge kann ich mir frei aussuchen? Das heißt, ich kann auf alle drei Einheiten. Jede Base dieses Typs, die du hast, bewegst du in dem Moment. Also du bewegst sämtliche Infanteriemodelle, die du hast. Mhm. Also nehmen wir einfach mal an, ich hätte hier meine Bogenschützen, die ich jetzt aktivieren wollte. Ja. Bogenschützen können natürlich schießen, wie es so ist. Und wenn ich schießen will, muss ich stehen bleiben. Ja. Ich bleibe also stehen und würde einfach meinetwegen hier diese Tiermenschen angreifen. Mhm. Um die Tiermenschen jetzt anzugreifen, würfel ich die Anzahl Würfel, die bei mir hinten drauf steht. Ja. 3 Stück. Okay. Mein Ziel ist es, Schädel zu würfeln. Ich würfel einfach mal. Ich schaffe einmal nichts, ein Schild, das nutzt mir gar nichts
und einen Schädel. Ich habe ebenfalls 3 Würfel. Genau, du musst versuchen, jetzt Schilde zu würfeln. 2. Du würfelst 2 Schilde und hast damit meinen Schaden abgewehrt. Also nichts passiert. Genau, hättest du jetzt kein Schild gewürfelt, würdest du einen Schadenspunkt bekommen. Da würden wir einen kleinen Marker hin reinlegen. Okay. Bei 3 Schadenspunkten ist jede Einheit auf dem Spiel vernichtet. Okay. Ganz einfach. Super einfach. Okay, nehmen wir an, ich hätte mich bewegen wollen. Dafür nehmen wir jetzt meinetwegen diese Hellebardenträger. Ja. Wenn ich dran bin, kann ich mich mit jeder Base, die dran ist, ein einziges Feld bewegen. Ein einziges Feld, ja. Es gibt immer Karten, auf denen was anderes steht. Okay. Aber die Regel ist, ich kann mich, wenn ich dran bin, jede Base ein Feld bewegen. Ja. Richtung spielt keine Rolle. Ja. Was ich nicht kann, ist, ich kann mich nicht in ein Sumpffeld bewegen. Ja. Und ich kann mich nicht über Hecken bewegen. Ja. Und natürlich, einen Fluss kann ich auch nur da überqueren, wo eine Furt oder eine Brücke ist. In unserem Fall haben wir 3 Furten nachher. Ja. Wenn ich mich bewegt habe, ja, könnte ich noch im Nahkampf angreifen. Das geht auch noch? Das geht auch noch. Okay. Aber immer erst nach der Bewegung. Also erst bewegen, dann angreifen. Wenn ich erst kämpfe, kann ich danach nicht mehr bewegen. Okay. Ich würde jetzt also wieder 3 Würfel würfen, weil ich auch mit der Stadtwache 3 Würfel habe. Ich stelle fest, ich würfel 2 Schädel. Ich habe auch 3. Verteidigung. Ich habe 2 Schädel. Okay, das klappt ja schon ganz gut. Ja. Okay, aber ich denke, das Prinzip sollte relativ klar sein. Ja, wirklich. Okay. Wir haben alle unsere Infanterie gezogen. Mhm. Jetzt ist nicht automatisch der andere Spieler dran, sondern einfach nach Initiative stapelt die nächste Einheit. Okay. Wir ziehen und, was für ein Zufall? Die Kanone. Die Kanone ist dran. Die Kanone hat eine besondere Rolle, sie kann sehr weit schießen und ist eine sehr mächtige Einheit. Okay. Die ist dementsprechend nur sehr selten dran. Ja. Ich glaube nur 4-mal in dem ganzen Stapel. Okay. Wenn wir die mit der Kanone schießen wollen, also wir können die Kanone ganz normal ein Feld bewegen. Ja. So. Dann kann sie natürlich nicht mehr schießen, weil das eine Fernkampfeinheit ist. Klar. Wenn ich mit der Kanone schießen will, habe ich hier ein Zielfeld. Ja. Dieses Zielfeld lege ich auf die Einheit, die ich beschießen will. Das lege ich frei fest. Okay. So zum Beispiel. Man muss natürlich auch liegen bleiben. Ja. So. Jetzt habe ich noch weitere Karten hier. Ja. Die sehen so ähnlich aus. Ja. Die lege ich von meiner Kanone aus in einer möglichst geraden Linie in Richtung der Einheit, die ich beschießen will. Okay. Auch über andere Einheiten rüber. Ja. Alles kein Problem. Nehmen wir einfach mal an, ich hätte über die Stadtwache geschossen. Dann wäre das so. Ja. Ich würde jetzt also schießen und zum Feuern decke ich von der Kanone aus bis zum Ziel alle diese Plättchen auf, die ich ausgelegt habe. Okay. Also decken wir auf. Oh. Eine Explosion, das ist nicht gut. Da ist der Schuss automatisch vorbei. Na klar. So. In dem Fall, da kommen wir gleich noch zu, würde sogar noch was Besonderes passieren. Okay. Weil, wenn ich die Explosion direkt im Umfeld meiner Kanone lege, kann es sein, dass die Kanone kaputt geht. Oh, okay. Zeit dazu, sammle ich all diese Plättchen wieder ein, ja, mische nochmal durch und ziehe die oberste Karte. Okay. Ist das wieder eine Explosion? Dann ist die Kanone weg. Oh. Ist es keine, ist sie nicht weg. Okay. Okay. Nehmen wir also an, wir hätten keine Explosion, sondern ein Fliegensymbol. Also ja, es gibt eine Explosion, eine fliegende Kugel und eine Kugel, die einmal aufdotzt. Mhm. Dann würde die Kanone also ganz normal weiterfliegen. Und auch über alles, was hier steht, einfach drüber. Hier dotzt die Kanone einmal auf. Das heißt, die Einheit, die da drunter steht, ob Freund oder Feind, bekommt automatisch einen Schadenspunkt. Okay. Kann ich nichts gegen machen, ist einfach so. Ja. Wenn das mein dritter Schadenspunkt ist, tot. Einheit weg, genau. Dritte, sie fliegt weiter. Und das bedeutet, ich drehe das letzte um und da ist natürlich immer eine Explosion drunter. Und das bedeutet, egal was hier steht, egal wie viele Lebenspunkte es hat, die andere ist einfach weg. Einfach tot. Wird vom Spielfeld genommen. Fertig ist. Sehr schnell, sehr einfach. Ja, bisher ziemlich einfach. Es gibt natürlich, wie immer, Regeln, die die Sonderregeln beinhalten, die die Ausnahmen bestätigen. Wir haben also, die Wolfsreiter sind jetzt dran. Ja. Und das bedeutet, die Wolfsreiter, sie sind hier, die haben besondere Karten, weil die relativ schnell sind. Es gibt also zweimal eine Karte im Spiel, wo die Wolfsreiter sich 2 Felder bewegen können und danach einen Angriff durchführen können. Okay. Das ist also das, was die relativ besonders macht. Aber die haben sie auch nur 2-mal pro Kartenstapel. Also ist ab und zu, kommt es vor, aber ich kann da nicht so richtig mit rechnen. Gibt es auch für Kavallerie? Nee, es gibt tatsächlich nur die Wolfsreiter, die schnell sind, weil es leichte Kavallerie ist. Ja, okay. Wie Kavallerie geregelt ist, die ist also genauso nur ein Feld schnell, greift relativ stark an. Ja. Die ist aber sehr oft in diesem Stapel drin. Also ich glaube 8 oder 9 Mal ist jede Kavallerie einer drin. Das heißt, ich denke mal, so jedes zweite oder dritte Mal wird sich eine Kavallerie bewegen können. Und das, du wirst es sehen, dass die in der dritten oder vierten abwechselnden Runde schon über das ganze Schlachtfeld sind. Und man muss sich wirklich zurückhalten, damit die nicht gleich verheizen. Ja, okay. Aber so ist es nun mal in dem Spiel. Was habe ich noch vergessen? Bewegungsregeln haben wir soweit geklärt. Ja. Kämpfen ist auch relativ klar. Ja. Wir haben noch 2 Besonderheiten. Einmal noch was zum Gelände. Wir haben hier so einen Turm. Ja. Der Turm, der kann normal betreten werden von Infanteriemodellen. Ja. Das heißt, keine Reiter natürlich, der Riese nicht, die Kanone nicht. Ja. Alle anderen dürfen da hoch. Wenn ich hier oben bin, kann ich mich ganz normal natürlich weiter bewegen. Ich könnte also auch wieder runter. Ich schieße ein Feld weiter. Bogenschützen schießen in der Regel 2 Felder, also schießen dann 3. Und Armbrustschützen schießen entsprechend 4 Felder weit. Oder 3, wenn sie nicht draufstehen.
ich schieße mit einem Würfel mehr, ja, und ich verteidige mit einem Würfel mehr, wenn ich da oben stehe. Wenn ich versuche, im Nahkampf den Turm zu stürmen, habe ich sogar nur einen Würfel weniger, weil halt weniger Kämpfer in die Gänge passen und der leicht zu verteidigen ist. Okay. So, nächste Sonderregel oder Sonderregelung. Der Ogre. Ja. Nein, das ist ja kein Ogre, das ist ja der ruchlose Riese. Der Riese. Wenn der dran ist, hat er ein eigenes Kartendeck. Ja. Das besteht aus 6 Karten. Okay. Wir haben 3-mal eine Karte, in der der Ogre läuft. Und wir haben 3-mal eine Karte, in der der Ogre schlägt. Mhm. Das heißt, ich ziehe die von oben nach unten. Und am Anfang ist es so, ich kann mich ein Feld bewegen. Ich könnte hauen. Ich könnte nochmal hauen. Ich bewege mich noch ein Feld. Und so weiter. Okay. Das ist relativ mächtig. Mhm. Weil ich halt tatsächlich innerhalb von einer Aktivierung 3-mal attackieren kann, wenn es gut läuft. Oder halt weglaufen oder was auch immer. Wenn der Ogre verletzt ist, der Ogre hat als einziges mehr als 3 Lebenspunkte, der hat nämlich 6 Lebenspunkte. Okay. Wenn der Ogre verletzt ist, zieht er entsprechend weniger Karten. Das heißt, ich sortiere den nicht aus, ich mische die jedes Mal neu und ziehe dann meinetwegen nur die obersten 5, wenn er einen Schadenspunkt hat. Das macht ihn halt über Zeit ein bisschen schwächer. Ja. Er ist aber trotzdem eine ziemlich harte Nuss, die es zu knacken gilt. Okay. Das sind die Regeln. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wer übernimmt welche Einheiten? Das suchst du dir aus. Ich glaube, ich spiele die Guten. Alles klar. Dann viel Spaß. Ja, wir haben aufgestellt. Ja, gibt es eine bestimmte Mission? Nein, wir hauen einfach, es gibt einfach Tod und Ehre. Killarm, der furchtbare Druide, fällt ins Keltenreich ein, um die bösen Geister zum Sieg zu führen. Natürlich. Und die guten Herren, die guten Heere des Keltenreiches stellen sich dagegen, um das zu verhindern. Natürlich. Ja. Also der gute alte Kampf zwischen Gut und Böse. Zwischen Gut und Böse. Gut. Bevor wir jetzt noch ganz wilde Geschichten erfinden, fangen wir besser an. Ja, wir legen los. Zieh die erste Karte. Ja. Und du bist auch gleich dran mit allen Rittern, die du hast. Das heißt, sowohl die 3 Ordensritter als auch die Lehnsherren. Okay. Ein Feld bewegen. Ja, mehr geht ja noch. Mehr geht erstmal nicht. Genau, das geht ziemlich schnell. Wie gesagt, Ausrichtung spielt keine Rolle. Bei den Lehnsherren musst du aufpassen. Die stehen vor einer Hecke, da dürfen sie nicht rüber, auch wenn sie Pferde haben. So, das war's schon. Das war's schon. Nächste Karte. Wolfsreiter, ja. 2-mal bewegen. 1, 2. Das heißt aber nur, dass ich 2-mal bewegen darf. Ich darf nicht 2-mal angreifen. Okay. 1, 2. Ja. Nächste Karte. So schnell geht's. Geht super schnell. Der Riese ist dran. Oh. Wie gesagt, ziehe ich jetzt diese Karten runter. Einmal hauen, ich möchte aber nicht. Nochmal hauen, ich möchte aber nicht. Nee. Einmal latschen, das möchte ich. Am Anfang ist es natürlich witzlos, weil ich noch keinen Gegner in der Nähe habe. Könnte ich natürlich auch einfach mich 3 Felder bewegen. Ich möchte es nur einmal verdeutlichen. Ja. Nochmal hauen und nochmal bewegen. Das ist der Riese. Okay. So, den mache ich wieder hier hin. Den mische ich gleich durch, wenn ich das nächste Mal dran bin. Ja. Nächste Karte. Die Goblin-Wolfsreiter und die Goblins. Okay. Wie du siehst, die Kavallerie ist recht häufig dran. Und das gleicht natürlich die Tatsache aus, dass sie sich nur ein Feld bewegen können, weil sie sich dann halt 4 oder 5 Mal einfällt. Ja, klar. Nächste Karte. Die Schattenbarone, das ist eine weitere Sonderkarte. Okay. Plus einen Angriffswürfel. Ah, okay. Das ist aber natürlich keiner da. So, wieder ich. Oh. Die Schattenbarone, die Chaoskrieger und die Bogenschützen. Schattenbarone also noch ein Feld. Bogenschützen. Chaoskrieger. Mhm. Nächste Karte. Tiermenschen, Wolfsreiter, Goblins. Was ist denn da los? Also du siehst. Ja, ja. Ja, siehst, das geht hier gleich zur Sache. Und es wird auch so schnell nicht wieder aufhören. Sehr gut. So. Aber freulich, das kaiserliche Heer ist ganz gut in der Verteidigung. Okay. Also je mehr Karten ich jetzt verbrauche, desto mehr hast du später. Ja, ja. Wolfsreiter und Schattenbarone. Ja, ich traue mich schon fast gar nicht ranzulaufen. Ja. Weil jetzt sonst wieder das passiert, was immer passiert. Muss man sich denn bewegen? Nein, kannst du stehen. Ich kann auch sagen, ich bleib stehen. Genau. Okay. Das ist eine gute Strategie, nicht am Anfang zu sagen, ich reite mal nach vorne, mal gucken, was passiert. Schon wieder? Ja, wieder Chaoskrieger, Schattenbarone und Bogenschützen. Na, dann mal los. Ich habe gemischt. Bogenschützen, Chaoskrieger, die müssen jetzt im Feld stehen bleiben. Nochmal Chaoskrieger und die Schattenbarone bleiben stehen. Trau dich. Nein. Nein. Du bist dran, alle deine Ritter. Auch die Lehnsherren? Jawohl, auch die Lehnsherren. Ja. Die Wolfsreiter kommen nochmal dran, ne? Ja, aber vor denen hätte ich keine Angst. Nee. Die haben nur 2 Würfel, du hast 4 mit jedem. Ja. Okay, alle Orks und Goblins zu Fuß. Mhm. Goblins? Oh,
Orks, Goblins. Orks und Goblins zu Fuß und Tiermenschen. Machen wir noch welche. Hier haben wir Tiermenschen, hier haben wir Goblins, hier haben wir Orks. Mhm. Bogenschützen, Schattenbarone. Mhm. Also ich nehme an, du wirst relativ bald dran sein. Und dann wirst du wahrscheinlich ziemlich häufig dran sein. Ich kann hier nicht geradeaus. Deswegen, na, ich muss noch da. Das ist nicht so gut. Da stehe ich mir wahrscheinlich gleich selber am Weg. Nächste Karte, alle deine Ritter. Schon wieder, okay. Ich kann mich bewegen und danach angreifen. Genau, und es wird jede Base nacheinander auch gehandelt. Das heißt, erst bewegen und angreifen, dann nimmst du die nächste Einheit. Angriff? Okay. Du hast wie viele Würfel auf deiner Base hinten drauf stehen? Genau, und ich habe nur 2. Und ich habe. Oh, kein Totenschädel. Sehr gut. Damit kann ich leben. Nochmal. Opa. Jetzt. 4 Totenschädel. Okay, wenn ich jetzt nicht mindestens 2 Schilde würfel, ist die Einheit schon weg. Kein Schild. Ich bekomme also 4 Schadenspunkte. Tot. Weg. Genau. So einfach geht das. Geil. Brannigans Wolfsreiter ausgeschaltet. So, Lehnsherrn. Und nochmal Kavallerie. Mhm, genau. So, nächste Einheit. Die Lehnsherren mit einem Angriffswürfel mehr. Okay. Mhm. Nächste Karte. Die Lehnsherren. Schon wieder. Ja, ja. Mhm. Ja, jetzt kommt dieses. Das ist eigentlich recht spannend zu sehen. Dieses greife ich jetzt an oder lasse ich es bleiben. Das ist ein wichtiger Moment im Spiel. Mhm. Sehr aggressiv. Schön. Die Wolfsreiter zweimal bewegen. Ich habe also noch einmal Wolfsreiter. Ja. Das heißt, ich bewege die einfach mal hier hin. Ja. Oh. Um deine Lehnsherren vor die Wahl zu stellen, wen von beiden sie angreifen möchten. Deine komplette Infanterie. Okay. Die Bogenschützen können 2 Felder schießen. Jawohl, 2 die Bogenschützen, 3 die Armbrustschützen. Das heißt, es wird noch keiner schießen können. Okay. Man kann übereinander rüberschießen, man kann auch über den Turm schießen. Nichts versperrt die Sichtlinie. Auch spannenderweise für die Armbrustschützen nicht. Die schießen hier offensichtlich auch in einem Bogen. Ja, sehr gut. Ja. Funktioniert. Nur die Ordensritter. Hm. Alle außer den Lehnsherren. Werden sie Ekdals Gnomarodeure angreifen? Wir machen mal die Goblins kaputt. Okay. Das waren damals noch Gnome, da gab es noch keine Goblins. Ja. Nur ein Schild. Ah, oh, kein Schild. Das heißt, ich bekomme einen Schadenspunkt. Okay. Wie vorhin beschrieben, lege ich einfach einen so einen Marker heran. Okay. Warte mal, ich habe die noch. Ja. Ja. Fertig? Ja. Gut. Deine Lehnsherren. Oh. Dann greifen die jetzt deine. Okay, Killarms Schattenbarone. Das wird jetzt ein epischer Kampf. Beide haben 5 Würfel. 3 Totenköpfe. Ich habe 2 Schilde gewürfelt. Oh, das ist nur ein. So einfach mache ich es dir nicht. Mein Totenkopf für mich. Und du ziehst ja jetzt nochmal Lehnsherren. Ja, Tatsache. Echt? Deine komplette Armee. Komplett. Bis auf die Kanone. Ja, sehr geil. Nee. Hier auf die Goblins. Okay. Oder Gnome. Gnome-Marodeure sind das. Ja. Es sind 2 Totenschädel. Nein, komm schon, rette dich. Ja. Okay, die Gnome-Marodeure sind in die Flucht geschlagen. Die bewegen sich. Die bewegen sich. Die Bogenschützen bewegen sich und schießen auf die... Nein. Das geht nicht? Du kannst nur stehen und schießen. Ach so, nur stehen und schießen. Ja. Ja, dann wir sehen. Die bewegen sich, die bewegen sich, die bewegen sich, die bewegen sich und die gehen rüber. Jawohl. Achso, und die Lehnsherren greifen natürlich nochmal an. Ja, genau. So, wirklich nah. Ja, sehr gut. 2 Schädel. Das könnte schon reichen. Ein Schild, 2 Schädel, ja, nichts passiert. Ach, schade. Okay. Aber du siehst, das Spiel ist einfach schnell. Ja. Und es kommt sofort dieses, ah nein, ein mehr, ein weniger auf. Das ist echt eine gute Sache. So ein bisschen Steinschere Papier. Ja, genau, nur dass jede Einheit irgendwie alles ist. Ja. Aber ja, natürlich, das ist genau das Prinzip. Gut, meine Schattenbarone sind dran und die Wolfsreiter. Mhm. So, jetzt greifen zuerst die Schattenbarone deine Lehnsherren an. Ja. Und ich würfel nur einen Schädel. Und ich ein Schild. Ah, okay. Ja. Was mache ich bloß mit den Wolfsreitern? Du rufst ja aus. Entweder. Ich weiche dir, glaube ich, sogar aus. Ritter von Woodcastle. Ja, nee, ich traue mich nicht, dich anzugreifen. Okay. Ich brauche die Wolfsreiter nicht. Deine Bogenschützen sind dran. Okay, jetzt könnte ich mit denen schießen. Jawohl.
3 Würfel. Mhm. Ich habe meine 5 Verteidigungswürfel trotzdem. Ein Schädel. Und kein Schild. Oh. Also beiden Schadenspunkte. Oha. Sehr gut. Nur die Bogenschützen, ne? Ja, nur die beiden Bases mit Bogenschützen. Okay. Okay. Mhm. Nächste Einheit. Wolfsreiter, 2 Feldarbeit. Oh. Ah, das ist noch ein bisschen früh, wenn ich ehrlich bin. Aber es nutzt nichts. Ich mach's jetzt einfach. Ich greife jetzt die Ritter von Woodcastle an. Oha. Und das mit 2 Schädeln. Ein Schild. Okay, du bekommst einen Schadenspunkt. Ja. Mhm. Die Wolfsreiter nochmal. Oh. Und jetzt ist, wie beschrieben, ich kann mich nicht erst kämpfen und dann bewegen. Das heißt, ich muss mich jetzt entscheiden, was ich machen möchte. Ja. Da es aber keinen Unterschied macht, stelle ich mich hier hin, okay, und beiße die Arkebusiere. Okay. Die haben nämlich nur 3 Würfel. Mit einem Totenschädel. Kein Schild. Okay. Gut. Alle Orks und Goblins zu Fuß. Jetzt kommt der Gegenschlag. Wie siehst du? Bogdans Chaoten rücken vor und attackieren die blauen Ritter mit 2 Schädeln. Oh, beide kommen durch. Oha, siehst du? Ritter von Sandchurch? Sandchurch, ja. Okay. Die Goblins hier sind schon in die Flucht geschlagen. Da sind die anderen Goblins und Orks. Die rücken hier nach. Die rücken hier geradeaus, um die Flankierung zu verlängern. Okay, oh nein. Deine komplette Reiterei mit einem zusätzlichen Angriffswürfel. Okay. Oh je. Die Ritter von Sandchurch. Ja. Und die Orks mit 5. Ja. Und machen 4 Schädel. Sieht nicht gut aus. Einen geschafft, aber es reicht genau. Tot. Um die Chaoten in die Flucht zu schlagen. Dann geht diese Kavallerie auf den Riesen. Ja, okay. Auch mit 5. Ja. Und es sind 3 Schädel. Okay. Du würfelst echt gut. Ich habe 4 Würfel zur Verteidigung. Nichts geschafft. Das heißt, wir bekommen 3 Schadenspunkte. Und zum Glück hat er 6. Ne? Hat er ja 6. Das heißt, er ist jetzt schon stark angeschlagen, aber er ist noch nicht weg. Und die auf die Lehnkerren gehen wieder auf deine. Ja, mit 6. Und es sind 3 Schädel. Oh nein, das läuft wirklich überhaupt nicht gut. Nur 2 Schilde. Und das reicht leider, um die Schattenbarone auszuschalten. Sehr gut. Ja, ich glaube, das ist die richtige Karte zur rechten Zeit gewesen. Kann ich die Kavallerie über die Hecke angreifen lassen? Ja, aber nicht bewegen. Ja, das will ich auch nicht. Aber angreifen können sie da. Ganz normal, ohne Abzug. Ganz normal, ohne Abzug. Aber ich kriege ja einen extra. Ganz genau. Okay, dann mit 5 auf deine Badgorst Wolfsreiter. Und das ist, nur ein Schädel. Ah, nicht abgewehrt, aber damit kann ich, glaube ich, leben. Leg dir mal hin. Ja, genau, danke. Und damit wäre ich durch. Puh, das war ein harter Zug. Jetzt muss ich langsam ein bisschen auf den Quark kommen. Sonst fegst du mich hier von der Platte. Oh, und deine Reiter sind nochmal da. Oh, okay. Aber diesmal nur die Ordensreiter und auch nicht mit dem fiesen zusätzlichen Würfel. Gut, dann die Kavallerie auf den Riesen. Oh, der arme Riese. Mit 4. Das sind 4 Schädel. Oh, das schafft. Ja, und damit ist der Riese schon gefallen. Er fällt. Das gefällt mir überhaupt nicht, wie sich das hier entwickelt. Dann bewege ich diese Kavallerie auf die Bogenschützen. Ein Schädel. Okay. Die Bogenschützen haben nur 2 Würfel. Naja. Aber damit kann ich leben. Und die Kavallerie wieder auf die Wolfsreiter. Mhm. Es sind 4 Schädel. Oh, damit kann ich sie eigentlich schon wegnehmen. Weil selbst wenn ich 2 Schädel würfeln würde, das läuft nicht so gut. Okay. Hervorragend. So, jetzt hast du deine Reitereikarten hoffentlich bald mal aufgebraucht. Und ich kann zum Gegenschlag ausholen, weil ich habe irgendwie noch nichts bewirkt hier. Deine komplette Kavallerie ist dran. Inklusive Lehnzahn. Verzweifeln, ja, inklusive Lehnzahn. Die bewegen sich dahin, die greifen die Bogenschützen an. Wir haben am Wochenende auf der Taktika auch beobachtet, dass 2 Schädel, 2, ein Schild, ja, dass das Spiel sehr einseitig aussieht. Aber es gibt immer einen Moment, das liegt meistens mit den Karten zusammen, da kippt es. Okay, ja. Auf den baue ich jetzt ein bisschen. Okay. So, die Lehnzahn dürfen auch? Ja. Nochmal auf die Bogenschützen. Das sieht echt nicht gut aus. Das sind 4 Schädel. Ja, gut. Dann kann ich sie wegnehmen. Okay. Und hier haben wir noch eine Kavallerie. Die rückt weiter nach vorne. Ja, genau. So, lieber Kartenstapel. Die Chaoskrieger und die Bogenschützen, von denen zwar nur noch wenige über sind. Aber wir wollen mal nicht so sagen.
Ja, jetzt ist das gute alte Problem, die Pfeilschleuderer stehen im Weg. Das ist nicht gut. Ich muss sie also bewegen. Ich bewege das Phineas Schreckensregiment nach vorne und übe das schwarze Horde nach hier. Wie viele Würfel? 5 wahrscheinlich, ne? Ich komme ja an niemanden ran. Ja, aber haben die 5? 4. 4 nur, okay. Die haben nur 4. Das ist nicht so wahnsinnig viel. Meine komplette Armee ist dran. Ist auf den Riesen. Haha. Ist ja nicht mehr so viel. Nee. Okay, bevor irgendwas passiert, verzichte ich darauf zu schießen und ziehe hier oben rein. Aha. Dadurch habe ich jetzt, wie gesagt, einen Würfel mehr in Angriff und Verteidigung. Ja. Also eine echte Chance mit den Bogenschützen. Die Gnomatiker ziehen nach vorne. Roslins wilde Kerle ziehen nach vorne. Mhm. Kellhounds Bestien bewegen sich auch mal wieder. Und McGeldors Kreaturen greifen die schwer verwundeten blauen Ritter. Ich habe 3 Würfel, du hast 4. Ja. Und ich habe 2 Schilde. Ich habe 2 Schilde. Ah, verflucht! Okay. Dann greift jetzt erstmal das Schreckensregiment. Tja, muss ich mich entscheiden. Deine Lehnsherren hatten noch keinen Schaden bekommen. Na ja, gut. Dann greife ich erstmal die roten Ritter an. Ja. Mit Ikdars schwarzer Horde. Und würfel 2 Schädel. Ein Schild, also okay. Ein. Gut. Phineas Schreckensregiment rückt nach vorn Und greift die gelben Ritter an. Und würfelt auch nur 2 Schilde. Oh, keine Schilde. Damit sind die einer tot. Sehr gut, wenigstens eine andere mitgenommen. Okay, das war auch schon mein ganzer glorreicher Zug. Da müssten noch ein paar mehr von kommen. Deine komplette Infanterie. Oh je. Okay. Ah, die kann nicht schießen. Nee. Dann bewegt sie sich. Sie bewegt sich. Sie bewegt sich. Die Armbrustschützen feuern auf deine Chaoskrieger. Ja. Das ist. Oh, noch ein Totenkopf. Ja, ein Schild. Okay. Die Infanterie geht auf die Chaoskrieger. Ja. 2 Totenköpfe. Kein einziges Schild. Okay. Die Infanterie rückt mal vor. Das war's. Das hört sich ganz gut an. Alle Gnome, also die Goblins, die Tiermenschen und die Schattenlords. So, Tiermenschen, Schattenlords, nein, die Schattenlords sind schon raus. Tiermenschen haben wir noch. Hier haben wir noch einmal Keller und Bestien. Ja. Dann haben wir hier Gordons Gnome Rodeure, die sich langsam aber sicher ihrem hinterhältigen Plan nähern. Und McGeldors Kreaturen, die jetzt die blauen Ritter aussagieren werden. Mit 2 Schädeln. Oh, nicht ein Toten. Haha! Verschwindet. Aus euren Landen, die ich angreife. Okay, nächste Karte. Die Wolfsreiter und die Schattenlords. Beide raus. Oh. Schade. Deine Bogenschützen. Ah, sehr gut. Die Bogenschützen feuern auf die Chaoskrieger. Jawohl. Das sind 3 Schädel. Oh, das gibt's ja wohl nicht. Und weg sind sie. Zack, zack. Oh je. Und die rutschen ein Feld vor. Nächste Karte. Die Schattenlords mit einem Würfel mehr. Die können wir abschminken. Der Riese ist leider schon tot. Oh, der wäre jetzt genau das Richtige. Und deine Ordensritter sind dran. Okay. Da sind ja auch nicht mehr so viele von über, nur noch die roten, aber immerhin. Die gehen auf die Chaoskrieger. Ja. Ein Duell auf Augenhöhe. 4 Würfel. Oh, nicht ein Totenkopf. Okay, ich habe ein Schild. Kann ich mir das später aufsparen? Safe. Ah, schade. Nochmal der Riese. Nein. Deine komplette Kavallerie. Ja, nochmal das gleiche mit den Chaoskriegern. Ja. Das sind 3 Schädel. Oh nein! Ah, oh, okay. Ich bekomme 2 Treffer. Ja. Puh, noch stehen sie. Die haben jetzt nur noch einen. Ja, wenn die auffallen, habe ich ein ernsthaftes Problem. Ach komm, wir gehen mit den Lehnsherren nochmal ran. Oh je. Und es sind 3 Schädel. Ja, das reicht für das schwarze Horde. Tja, wie gesagt, meine Hoffnung schwindet langsam aber sicher. Ja, zu meiner Karte, war. Wolfsreiter und Schattenlords. Oh. Der Riese. Deine komplette Kavallerie. Puh, das wird mal eine ruhige Runde. Die gehen zurück. Ja. Die gehen zurück. Okay. Obwohl, dann baue ich mir den Weg. Sein Bogenschützen wahrscheinlich relativ gut. Die Kanone ist zum ersten Mal dran. Ja, super.
Ja. Also ich kann... Ganz frei ein Feld, ein Zielfeld nehmen. Kann ich auch den Turm nehmen? Natürlich. Ja, dann mach ich das mal. Ja, also du legst den Zielmarker auf die Einheit auf den Turm, misch diese Karten da einmal ordentlich durch und legst die in einer möglichst geraden Linie, also in einer möglichst direkten Linie. Also so. Ja, keine Bogenschüsse bitte. Ja, genau. So, 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 so. So, genau. Also entweder über die roten oder über die gelben. Über einen musst du sicherlich drüber schießen. Wir beginnen. Genau. Oh, okay. Das heißt, nehmen wir alle Karten. Jetzt nehmen wir alle Karten, bis auf die Zielkarte natürlich. Ja. Mischen sie durch und ziehen die oberste runter. Und wenn ich jetzt einen Schaden mache? Wenn du jetzt eine Explosionskarte ziehst, dann ist die eine weg. Das wäre blöd. Nö. Das würde mir ganz gut passen. Okay, erste. Nein! Oh, aber ja. Das Pulver war zu trocken. Ja, gut. Das war, wenigstens haben wir es immer benutzt. Das ist ja auch ganz schön. Eine schnelle Kanonenrunde. Ja. Aber die ganzen Geheimwaffen sind bei diesem Kampf noch nicht so richtig in den Einsatz gekommen. Okay. Als nächstes wäre dran die Hellebardenträger und die Bogenschützen. Also die Infanterie bis auf die Armbrustschützen. Die gehen vor. Die gehen vor. Die gehen vor und die möchten den Turm angreifen. Okay, du hast einen Würfel weniger, ich habe einen Würfel mehr. Oh, zwei nur. Ein Totenkopf. Kein Schild. Oh, oh, das, das hilft ja. Und die gehen hier ran und machen das gleiche. Alles klar. Oh, zwei Schilde. Oh, oh. Jawohl. Das Chaos scheint nicht auf Gegenwehr vorbereitet zu sein. Ja. Langsam aber sicher sind die Verluste doch... Recht hoch. Recht hoch, ja. Das ist nicht so oft. Alle Goblins sind dran. Hier, soll ich mal bewegen? Ja, genau. Die wollten die Kanone natürlich holen. Wo willst du hin? In die Furt, bitte. Ja. Das hat sich jetzt natürlich mittlerweile erledigt. Meine komplette Infanterie ist dran. Hey. Spät. Sehr spät sogar. Ich zieh mal deine Goblins. Ja. Okay, ich greife erstmal deine Lehnsherren. Natürlich. Und ich würfel drei Schädel. Oh, und ich habe nicht ein Schild. Komplett tot. Ja, ich würde sagen, die Pferde sind einfach so erschöpft von dem Durchmarsch, dass die Lehnsherren jetzt aufgegeben haben. Böse Ziegen. Okay. Ja, genau, böse Ziegen. Dann haben wir noch Roslins wilde Kerle. Ja. Die ziehen in den Turm und greifen die gelbe Infanterie an. Okay. Auch hier habe ich jetzt einen Würfel mehr. Ja. Zwei Schädel. Kein Schild. Okay. Ja, und obwohl ich so wenig Einheiten nur noch habe, bin ich trotzdem in der Lage, ein bisschen was auszuteilen. Ich glaube, die muss ich noch bewegen. Ja. Achtung, was soll's. Du kriegst mich eh. Nein, und jetzt ist natürlich deine komplette Infanterie dran. Ja, es wird Ansage. Ja. Bogenschützen auf die Ziegen. Ja. Zwei. Die Ziegen würfeln. Natürlich keinen einzigen Schild. Die Armbrüste 1, 2, 3, ne? Ja. Schießen auf deine Gobos. Oh nein. Ein. Nein. Nicht abgewehrt. Gib dir mal einen Schädel. Danke. Dann haben wir noch die Bogenschützen. Ja. Die schießen auf die Ziegen. Ja. Zwei. Einer geht durch. Ja. So, und dann haben wir hier Infanterie. Nee, auf die Ziegen hast du geschossen? Ja, auf die Ziegen. Oh, Entschuldigung. Dann muss ich leider nochmal würfeln, weil ich ein Würfel zu viel gewürfelt habe. Ach so, ne, dann... Ja, ja, bleibt beim selben Ergebnis. Die ziehen hier rüber, ja, möchten die Orks angreifen. Okay, ein Würfel weniger hast du. Ja. Ein Schild? Ein Schild, Schädel. Okay. Die ziehen ran. Ja. Und greifen auch die Orks an. Okay. Ein. Nicht abgewehrt. Okay. Und hier haben wir noch... Die gelben, ja, also nur zwei, und machen einen. Den ich nicht abwehre. Okay, sehr gut. Das ist ja echt eine großartige Leistung. Belagerung hier. Ja. Der Riese ist dran. Nein. Deine komplette Infanterie. Ja. Oh nein. So, die Bogenschützen auf die Ziegen. Wir haben nichts. Sehr gut, so kann es weitergehen. Die auf die Ziegen. Ja. Drei. Das ist vollkommen. Die Armbrüste auf deine Gobos. Wir haben zwei. Oh oh. Ein abgewehrt. Bekommen nur ein. Ja. So, und jetzt die roten auf deine Orks. Ja. Ein. Verteidigt.
Die blauen auf die Orks. Eins. Verteidigt. Die gelben auf die Orks. Komm schon! Nix. Sehr gut. Boah. Die halten gut durch, die Jungs. Mhm. Okay. Meine Orks und Goblins. Jetzt geht's los. Erstmal greifen die miesen, fiesen Goblins an. Ja. Ich zahle ihren sagenhaften 2 Würfeln. Und ich habe nur noch einen Lebenspunkt. 2 Schädel. Tot. Ha, sehr gut. Und jetzt greifen Roslins wilde Kerle mit einem Würfel mehr, weil sie auf dem Turm stehen. Ja. Die blauen an. Ich habe aber ganz normal 3. Ich ganz normal 3. Ich habe 4 Schädel. Wie viel hast du? 4. Dann bin ich tot. Ja. Oh, und schon sieht es übersichtlicher aus. Ja, voll krass. Na, also es kann relativ schnell kippen. Aber ich denke, das Ergebnis steht trotzdem schon fest, wenn jetzt nichts Komisches passiert. Deine Reiterei. Ja, die geht jetzt auf die Ziegen rauf. Darf jetzt den Rest der Ziegen niederreiten. 2. Dann muss man den Ochsen-Turm nur noch das Wort Kapitulation erklären. Ich kann mir das relativ gut vorstellen, dass das nicht funktioniert. Okay. Nächste Karte, gleich sind wir einmal durch, dann würde man einfach weitermischen. Ja. Die Kanone. Nein. Nächste Karte, Wolfsreiter, Schattenlord, Sammerlich. Nächste Karte, nochmal die Kanone, gute Runde. Nächste Karte, Goblins, Tiermenschen, Orks. Okay. Die Orks greifen die rote Infanterie an. Ja. Mit nur einem Schild. Kein Schild. Ich leg dir mal hin. Ja. Dran. Okay. Und die Goblins bewegen sich auf die Akebüsiere zu und fressen die jetzt einfach auf. Mit einem Schild. Ja. Okay, aber die hatten erst einen. Die hatten erst einen. Verflucht. Tiermenschen sind abgehauen. Wolfsreiter haben wir nicht mehr. Nein. Chaoskrieger, Bogenschützen, Schattenlords haben wir nicht mehr. Und Kanone. Kanone haben wir nicht mehr. Okay. Dann mischen wir einmal. Noch gebe ich mich nicht geschlagen. Nee, das kann... Es kann alles noch kippen. Kommen wir mal zu dir rüber. Ja. Weil es ist natürlich gute Sitte und alter Brauch, dass... Das Kartendeck wechseln. Natürlich. Du ziehst jetzt. Okay. Wir haben Wolfsreiter. Nein. Wir haben meine komplette Infanterie. Oh, oh. Bogenschützen rücken vor. Ja. Bogenschützen schießen auf den Turm. Okay. Ein Totenkopf. Oh, ich schieße mit nur einem weniger, ne? Nee. Du schießt nochmal. Achso, okay. Dann ist einer. Okay, damit sind Reutlins wilde Kerle dann doch von dieser Kapitulationsgeschichte so angetan, okay, dass sie sich gleich ergeben und viele lehnen sich nach hinten nach Hauseweg an. Ja, und die Armutsschützen. Komm schon, Goblins. Machen 2 Toten. Oh nein! Oh, okay, einen abgewehrt, aber der reicht. Wir sind tot. Das ist die letzte Einheit, die ich hatte. Dabei hast du gewonnen, Sascha. Vielen Dank. Ich gratuliere ganz herzlich. Das ist ein Spiel für mich. Tja, jetzt hast du mir ja ganz ordentlich den Hintern versohlt. Ja. Wie hat es dir gefallen? Es hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es einfach wirklich schnell geht, super leicht. Ich muss nicht nachdenken. Mhm. Also klar, nachdenken, klar, wegen Truppenverschiebung und so, wo gehe ich hin. Aber ansonsten ist es genau das Richtige für mich. Ich mag das, wenn ich das auch einfach nur mal so... also ich mag sehr, sehr komplexe Spiele, aber ich stehe auch auf so einen einfachen Kram. Ja. Und dafür, dass es so alt ist, finde ich es doch sehr aktuell. Ja, das finde ich auch. Das haben wir festgestellt beim Spielen, dass es doch aktueller ist, als man denkt und auch gut funktioniert. Ja. Heutzutage würde man so ein Spiel mit easy to learn, hard to master vermarkten. Ja, glaube ich auch. Weil man sagen würde, okay, wenn du schaffst, deine Kavallerie irgendwie zurückzuhalten oder zuzuschlagen, auf den zweiten Initiativewechsel zu warten, sowas. Ja. Da kann man ganz viel reininterpretieren, ja, ob es dann wirklich so ist oder nicht, steht auf einem anderen Blatt. Mir hat es auch sehr großen Spaß gemacht, auch wenn ich nicht so viel Licht gesehen habe. Ich bin froh, dass es am Ende ein bisschen gekippt ist, damit es nicht so aussah, als ob das Spiel so einseitig war. Können wir gerne nochmal machen. Sehr gerne. Wünschen würde ich mir zum Beispiel, dass da tatsächlich, also jetzt kommt dann halt wieder die Erfahrung der letzten 20 Jahre damit hinzu, dass einige Einheiten wahrscheinlich einfach noch so ein paar Sonderregeln hätten. Mhm. Das muss nicht viel sein, das kann ja auch hier hinten draufstehen, ne? Zum Beispiel irgendwie bla bla, die Bogenschützen erhalten +1, wenn sie das und das machen oder so. Also das wäre vielleicht, das wäre dann so Claymore Saga Pro. Oh, okay. Ja, aber das wäre vielleicht noch ganz cool. Ansonsten fand ich super, dass man das mal wieder gespielt hat. Und auch Hero Quest wäre dann, glaube ich, so das Nächste, was wir mal machen sollten. Hört sich gut an. Ich habe bei mir noch im Schrank Herr des Schwertes. Ja. Auch das sollten wir unbedingt mal machen. Ich habe es damals für viel Geld gekauft. Und nie gespielt. Und nie gespielt. Und dann sollten wir das unbedingt mal machen. Genau, du hast angemaltes Gelben, von daher passt das super. Ja. Und ich habe auch ein fertiges Hero Quest.
Auch fertig? Ja. Oh geil, das Spiel ist nicht mehr EU-Quest. Super. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr auch mal Claymore-Saga spielen wollt und ihr habt Lust nach Hannover oder Hildesheim zu kommen, dann seid ihr recht herzlich eingeladen und meldet euch bei uns und dann spielen wir Claymore-Saga. Ganz genau. Vielleicht kriegen wir ein Kampagnenwochenende hin. Super, mit Claymore-Saga. Ja, es gibt tatsächlich eine Kampagne. Echt? Ja, im Regelwerk. Okay. Vielleicht 5 oder 6 Schlachten. Okay. Erstaunlich spannend, gut gemacht, abwechslungsreich. Dauert aber nur so insgesamt 4-5 Stunden, bis man durch hat. Also schafft man an einem Tag mit einem Abreise, Mittagessen. Dann machen wir einen historischen Kampagnentag oder sowas. Mit HeroQuest und genau. So. Vormittags Claymore-Saga, nachmittags HeroQuest, abends Herdeschwertes. Herdeschwertes. Super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.